Spargel, Erdbeeren, das muss alles bald geerntet werden. Gerade hier in Niedersachsen ist Landwirtschaft ein ganz großes Thema. Und wir befinden uns hier gerade im Kaminzimmer der Landwirtschaftskammer. Neben mir sitzt Herr Kammerdirektor Hans-Joachim Harms. Herr Harms, werden die Verbraucher dieses Jahr genügend Spargel auf den Tisch bekommen? Ich gehe davon aus, dass wir genügend Spargel auf den Tisch bekommen, wenn ich auch sehr unsicher bin, ob es gelingen wird, jede Spargelstange wirklich zu ernten. Da haben wir noch ein Arbeitskräfteproblem, was auch noch nicht gelöst ist. Es wird aber mit Sicherheit dazu kommen, dass die Preise höher sein werden, als die Verbraucher das aus dem letzten Jahr kennen. Die Landwirtschaftskammer hat eine Jobbörse für zusätzliche Erntehelfer eingerichtet. Ja, das Thema gab es ja schon mal vor einigen Jahren. Deutsche, die sich was dazu verdienen wollen, aber eben nicht schnell genug arbeiten. Darum gibt es die Pflücker aus dem Ausland. Ja, die können jetzt ins Land und dieser Wunsch scheint ja in Erfüllung gegangen zu sein. Ja, ganz so optimistisch, wie das aus Ihrer Frage klingt, sehe ich die Arbeitskräftesituation im Augenblick nicht. Richtig ist, dass wir uns schon vor Jahren entschieden haben, mit einer Online-Plattform, einer Agrarjobbörse online zu gehen, weil der Arbeitskräftebedarf generell in der Landwirtschaft bei uns hier im Nordwesten steigt. Wir haben in Niedersachsen um die über 100.000 Arbeitskräfte auf den Betrieben und der Arbeitskräftebedarf wächst. Nun haben wir in diesem Jahr durch die Corona-Krise ein besonderes Arbeitskräfteproblem, weil die Grenzen zu sind für die Saisonarbeitskräfte, die eingearbeitet jedes Jahr wiederkommen. Herkunftsländer sind Rumänien, die Ukraine und in großer Zahl auch in Polen, aus Polen, und die fehlen in diesem Jahr. Nun ist durch die Bundesregierung die Entscheidung getroffen worden, dass im April 40.000 und im Mai nochmal 40.000 Arbeitskräfte kommen dürfen. Wir haben aber allein in Niedersachsen einen Saisonkräftebedarf von 40.000 bis 45.000 Saisonarbeitskräften für die Erntearbeiten. Wie weit wir jetzt mit anderen, die in Kurzarbeit sind, die arbeitslos geworden sind, die vielleicht ihr Einkommen aufstocken wollen, mit Studenten, die nicht in die Universitäten gehen, dieses Problem bewältigen können, das können wir noch nicht absehen. Wir haben auf unserer Online-Plattform allein regional 2.500 bis 3.000 Arbeitswillige. Und wir haben über eine Bundesplattform eine sechsstellige Zahl von Arbeitswilligen. Wir haben wie vor einigen Jahren eine Skepsis der Betriebe, ob das auch dieses Arbeitskräfteproblem löst, weil viele wollen nur Teilzeit arbeiten, nur einige Stunden in der Woche. Sie müssen eingearbeitet werden, erzeugen also einen höheren Betreuungsaufwand. Und das sind Probleme, wo wir uns intensiv bemühen, diese Themen zu lösen. Wahrscheinlich ist ja auch nochmal das Problem, die Corona-Krise ist ja hoffentlich in diesem Jahr nur ein Problem und nicht in den nächsten Jahren. Nächstes Jahr stehen die Arbeitskräfte, die dann eingearbeitet sind, gar nicht mehr zur Verfügung. Also insofern, lohnt sich das denn überhaupt? Ja, es lohnt sich allein deswegen, weil die Landwirtschaft, die grüne Branche, ein systemrelevanter Bereich ist. Wir produzieren Lebensmittel. Wir produzieren also etwas, was der Verbraucher jeden Tag benötigt. Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen lohnt es sich allemal, wenn es dazu beiträgt, die Ernte vom Feld zu kriegen oder die notwendigen Bestellungsarbeiten zu machen. Wir haben übrigens mit heutigem Datum, also ganz aktuell, einen Film online gestellt, wie ernte ich eigentlich eine Spargelstange. Das heißt, derjenige, der wirklich arbeitswillig ist, kann sich da online anschauen, wie geht das eigentlich, wie mache ich das eigentlich, wie gehe ich mit dem Messer an die Spargelstange, wie wächst überhaupt Spargel, wie sieht eigentlich unter der Erde eine Spargelkultur aus und vielleicht trägt das dazu bei, um die Einarbeitung etwas schneller werden zu lassen. Wenn jetzt jemand hier aus Deutschland noch die Arbeitskräfte unterstützen möchte und helfen möchte, vielleicht aber auch sich einfach was dazu verdienen möchte, weil Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Vielleicht können Sie was zu den Arbeitsbedingungen sagen. Wird das nach Stundenlohn bezahlt oder Akkordarbeit? Wie
funktioniert das eigentlich mit der Saisonarbeit? Das ist natürlich betrieblich sehr unterschiedlich. Es werden aber überall die gültigen rechtlichen Arbeitsbedingungen eingehalten, sowohl was die Arbeitszeit angeht, als auch was Sicherung des Mindestlohnes angeht. Und in der Regel wird der Mindestlohn bei den Arbeiten, über die wir hier reden, überschritten. Also es wird mehr gezahlt als der Arbeitslohn. Es mag sein, dass sich der Arbeitskräftebedarf jetzt auch noch mal auswirkt. Das größere Problem sehen wir eigentlich im Augenblick darin, dass die Zuverdienstgrenzen angehoben werden sollten, damit der Effekt, den sich die Arbeitswilligen versprechen, tatsächlich auch realisiert werden kann, dass sie tatsächlich das, was sie zusätzlich bei diesen Arbeiten verdienen können, dass sie das auch behalten können, dass das auch zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes beiträgt. Das wäre wahrscheinlich nicht nur hier während der Krise ein wichtiges Thema, oder? Nein, das ist natürlich jetzt ein spezielles Thema bei der Krise, weil die wollen natürlich ihr Kurzarbeitergeld ungeschmälert behalten und wollen sich zum Kurzarbeitergeld etwas hinzuverdienen. Und da gibt es eine Regelung, die es erlaubt, einen solchen Zuverdienst. Aber diese Regelung ist begrenzt und wir plädieren dafür, diese Zuverdienstgrenze anzuheben, damit es sich tatsächlich auch lohnt für die Arbeitswilligen. Mögen Sie noch mal eben sagen, wo man sich hinwenden soll, wenn man jetzt da sich was zuverdienen möchte? Ja, man kann zum einen, wenn man Kontakte zu Betrieben hat oder Betriebe bekannt sind, wir haben ja einige sehr große, wir haben einen Spargelanbauer, der setzt eine vierstellige Zahl von Saisonarbeitskräften ein. Wir haben einen großen Gemüsebauer, also da würde ich mich direkt an die Betriebe wenden, die allerdings selber auch schon in den Herkunftsländern intensiv werben. Im Übrigen ist unsere Plattform so gestrickt, dass ein Matching stattfindet zwischen suchenden Betrieben und arbeitswilligen Mitarbeitern. Also da kann über die Plattform der Kontakt hergestellt werden. Das erlaubt auch die Plattform des Bundes. Im Übrigen ist die Agentur für Arbeit unser Partner. Auch über die Agentur für Arbeit kann der Kontakt hergestellt werden. Gut. Jetzt mal die Frage, irgendwann wird die Krise wieder vorbei sein. Was ist Ihre Einschätzung? Werden das die Höfe überleben? Also es gab ja schon vorher, vielleicht sind auch einige Betriebe schon vorher durch schwierige Situationen angeschlagen, Dürre, Milchkrise. Wie schätzen Sie das ein und wozu raten Sie den Landwirten? Und kommen genug Hilfen aus Berlin und Hannover? Also es gibt ja einen in den letzten Tagen sehr stark in den Medien verbreitetes Bundesprogramm mit gewaltigen Zahlen, die beeindrucken. Es gibt ein Programm des Landes Niedersachsen, auch der anderen Bundesländer. Eine Frage, die in den letzten Tagen geklärt werden musste, ist, an welchen Programmen kann die grüne Branche wie partizipieren? Das ist noch nicht endgültig geklärt, aber weitgehend geklärt. Also unsere Betriebe, Gartenbau, Landwirtschaft können auch partizipieren an diesen Programmen. Ob die Programme reichen, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu überwinden? Wir haben ja schon 2, 3 sehr schwierige Jahre hinter uns mit ganz unterschiedlichen Problemen. Da kann man Zweifel haben. Also unsere Fachleute aus der Betriebswirtschaft rechnen damit, dass der Strukturwandel, das Ausscheiden von Betrieben, weil die Liquidität nicht reicht oder weil die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu groß sind, dass es beschleunigt werden wird durch diese Krise. Also es werden nicht alle überleben. Ostern steht an. Ostern, da ist das Thema Blumen und Ostereier natürlich. Wie sieht es da aus? Bei Blumen und Ostereiern, ja, bei Blumen sieht es, glaube ich, nicht so schlecht aus, weil als es uns in der letzten Woche gelungen ist, die Öffnung der Gartenmärkte und des Blumenhandels wieder zu gewährleisten, haben wir unseren Anbauern, also unseren produzierenden Gartenbaubetrieben, aber auch den Zierpflanzenbetrieben eine große Sorgenfalte von der Stirn genommen, weil nämlich der Absatz der mit hohem Kapital- und Personaleinsatz produzierten Ware jetzt wieder gewährleistet ist. Es wird vom Verbrauch auch angenommen, das wissen wir, das erkennen wir aus den Verläufen. Und somit werden Sie Ihre Osterblumen sicherlich auf dem Tisch haben. Was die Versorgung mit Eiern angeht, wir haben im landwirtschaftlichen Bereich im Augenblick häufig ein Logistikproblem. Die Ware zum Verbraucher zu bekommen,
für Eier, für Schaleneier, die Sie im Supermarkt finden, glaube ich, wird das gewährleistet werden können. Es fehlen uns im Augenblick die Vertriebswege für den Export und für den Import. Also da, wo wir Lebensmittel einführen müssen durch die geschlossenen Grenze oder wo wir veredelte Produkte ausführen müssen, nehmen Sie zum Beispiel Käse, den Milchmarkt, haben wir Riesensorgen. Also der Fleisch- und der Milchmarkt bricht rapide ein. Die Preise zum Teil, kann man fast sagen, frei fallende Preise. Also da haben wir große Sorgen und da haben die Betriebe große Sorgen und wir versuchen so gut wie möglich zu helfen. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, weil Sie haben mich ganz neugierig gemacht. Weil Sie das gerade mit den Blumen ansprachen, das konnten Sie die Regelungen wieder lockern. Das heißt, Sie sind im Gespräch mit wem und vielleicht erzählen Sie was Sie noch vorhaben, was vielleicht auch noch kommen könnte. Ja, unsere Arbeit wird natürlich bestimmt durch die Situation auf den Betrieben. Die Situation auf unseren Betrieben ist über die letzten Jahre schwierig. Also zu unserer Branche gehört ja die Forstwirtschaft, der Gartenbau, die Fischerei und die klassische Landwirtschaft. Und so wie die Themen auf den Betrieben sind, so bestimmt sich auch die Arbeit unserer Landwirtschaftskammer. Und wenn ich sage, die Öffnung der Gartenmärkte ist gelungen, dann bedeutet das, dass wir uns neben den Verbänden mit der Politik, mit der Landesregierung in Verbindung setzen, auch mit der Bundespolitik und versuchen, Regelungen zu erreichen, die für unsere Betriebe notwendig sind. Und ich hatte das vorhin gesagt, wir reden über eine systemrelevante Branche, über die Versorgung mit Lebensmitteln, die letztlich auch für die Verbraucher wichtig sind, damit sie nicht vor leeren Regalen stehen, dass Lebensmittel verfügbar sind. Das ist über viele, viele Jahre vielleicht ein völlig gewohntes Bild. Jeder Verbraucher ist in den Supermarkt gegangen und alles war da. Und jetzt merkt man in einigen Bereichen, wenn eine solche Krise einkehrt, ist vielleicht nicht immer alles so leicht verfügbar. Und da bemühen wir uns, dass die Einbußen durch die Krise so gering wie möglich sind. Dankeschön, Herr Harms, für dieses Interview. Sehr gerne. Dankeschön.